Oder willst du, ich friere lieber nachts, als dass ich schwitze. Auch wenn ich die Kälte nicht mag, aber es ist trotzdem schön. Wenn ich dann an Fotos denke, meine bessere Hälfte, die jetzt unten in Italien hockt, bei 32 Grad, ich habe kein Mitleid. Ich habe kein Mitleid, ey. Ich weiß auch nicht, der hat immer so Pech, egal wo er jetzt hingefahren ist, das ist immer so voll, also so voll heiß. Boah, nee. Weißt du, hier oben sitzen wir alle schon mit der Winterjacke und was weiß ich, und da unten. Ja, gut. Arbeit halt. Also ich möchte nicht tauschen. Huch, ja, das mache ich gleich. Ich möchte in der Tat nicht mit ihm tauschen. Ich glaube, er ist auch froh, wenn er wieder zurück ist. Cat Black Dragon, hallöchen. Ahoi, ihr Landratten. Ahoi. Na? Wie kommen wir? Habe ich Lust, die Quest 3 weiterzumachen? Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich. Ich will die Pikenier-Quest ja auch mal lesen, ne? Jo, wie gesagt, wir spielen heute mit dem neuen Main ein bisschen Story. Um 17 Uhr kommt dann Hybrid. Da wechseln wir dann auf den anderen Char. Dann muss ich ja noch Steinchen farmen. Rein theoretisch. Oder Chloes Abenteuerbuch machen. Ich weiß es noch nicht genau, was wir dann da treiben. Wir müssten eigentlich auch noch die Room Reborn Relic machen. Aber ich glaube, da haben wir beide heute keinen Bock drauf. Auf jeden Fall spielen wir dann noch 2 Stunden. Ein bisschen was. Und ja. Bis dahin habe ich die Hoffnung, dass wir hier in der Story ein bisschen vorankommen. Weil, zur kurzen Info, wir lesen jetzt mit dem Char alles. Alles, was ich zuletzt nicht gelesen habe. Was ich noch nie gelesen habe, lesen wir jetzt. Eine Mammutaufgabe. Das kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Bald mit Endwalker durch. Yay! Wo bist du denn gerade, Jenny? Wobei auf der anderen Seite ist es. Wobei, na gut, du hast doch den. Du hast ja noch den Patch, ne? Oder bist du schon im Patch? Weil tatsächlich, ich war echt traurig, als ich jetzt den letzten Patch fertig hatte. bin noch in Stormlord, spiel mir aber gerade einen Krieger hoch. Nice. Also gut, mit Krieger kenne ich mich noch nicht so aus. Das Einzige, was ich vom Krieger weiß, ist, dass er eine gute Selbstheilung hat. Weil ich bin halt keine Tankspielerin. Ich spiele mehr Heiler und DD. Irgendwann kommt doch mal der Tank. Die Tanks kommen dann ganz zum Schluss. Aber wo bist du denn in Stormblood? Ungefähr. Keine Angst, ich verrate so weit. Ich versuche hier so weit spoilerfrei alles zu machen, wie es geht. Wie gesagt, wir hocken hier gerade noch in Realm Reborn rum. Ich bin eigentlich schon lange durch mit dem Ganzen, aber ich habe halt Stormblood und Shadowbringers damals nicht gelesen, also nur nicht mal Story gelesen, gar nichts. Ich habe halt einfach nur die Sequenzen gesehen und ja. Einfach ja. Wenn mich jetzt jemand fragen könnte, ich weiß die Gegenden, aber wenn er mir jetzt sagt, er wäre da und da, also geschichtlich gelesen, in den Sequenzen weiß ich es. Ich könnte ihm jetzt nicht mehr sagen, okay, ja, jetzt musst du dahin, jetzt musst du dahin. Was kann ich dafür bei Endwalker? Da kenne ich mich aus wie in meiner Westentasche. Oder Heavensward, da kenne ich mich auch aus. Stufe 88, Quest in Laurentus. Man weiß, Magie ist jetzt 89. Geil. Geil. Oh, dann erwartet sich noch ganz viel Tolles. Also zumindest für mich Tolles. Da gehen ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Oh, shit. Das dauert doch Ewigkeiten, bis wir da mit dem hier sind. Ich habe ja, das hatte ich ja mal erzählt, vor, mit jedem Volk
ob männlich und weiblich, deswegen durchzuspielen. Nicht immer alles lesen, sondern halt teilweise auch einfach nur durchspielen. Und mal gucken. Vor allem aus Glemmgründen und weil ich die einzelnen Völker immer gern spiele. Ich bin kein Fan von Phantasia. Und ich habe auch nicht so viel Geld, um ständig Geld für Phantasia auszugeben. Deswegen lieber mehr Schatz, weniger Geld ausgeben. Wenn es die Möglichkeit gibt, wie gesagt. Zwei Phantasia-Kriege habe ich ja. Eins war ich Heavensward, die Collectors habe, und einmal war man ja, wenn man Realm Reborn durchspielt, aber trotzdem. War mal wiegen die ganzen Klassenreiter, bin ich auf. Und hier sind wir jetzt halt bei der Pioneer-Quest. Ich versuche den jetzt zum Dragoon zu machen. Und dann hoffe ich, dass wir die Story ein bisschen weitermachen können. Da sind wir nämlich gerade noch in Klein Alamigo beschäftigt. Und ja. Gerade dabei gewesen, Ausrüstung für den Widerstand zu holen. Ah, okay. Wie gefällt dir denn Final Fantasy bisher? Gibt ja auch einige, die sagen, nee, ist nicht so. Dann irgendwie damit aufhören. Also eher. So, ich lese jetzt erstmal kurz, sonst sitze ich hier in 3 Stunden noch. Am Ende habe ich eh wieder Halsschmerzen, das weiß ich jetzt schon. Eldaria, schön dich zu sehen. Von Mal zu Mal siehst du kräftiger aus. Du glaubst gar nicht, wie stolz ich auf dich bin. Hm? Jewin. Hi. Peace. Was ist passiert? Wer hat dich verwundet? Beim Training wurden wir plötzlich von einem Dunkelalpikenier angegriffen. Alles geschah so schnell. Er sprang auf uns zu und brüllte dabei. Euch Feiglingen zeige ich wahren Mut. Wie bitte? Das muss Volker, wie auch immer. Ich kann kein Französisch gewesen sein. Wir sagen immer jetzt ganz lieb Volker zu ihm. Schnell, die anderen brauchen Hilfe. Im Nordwesten des tiefen Waldes, zwischen den Weißwollforce und dem Kohlenwald. Lass dich verarzten und ruh dich aus. Aldaria, ich wusste, dass dieser Augenblick kommen würde. Die Pioneergilde braucht dich. Wirst du uns helfen? Rette unsere Leute im tiefen Wald vor dem verrückten Volker. Ich nenne ihn tatsächlich als Volker. Also gut, Heavensward ist meiner Meinung nach das beste Addon. Da gebe ich dir recht. Also Heavensward, gut, wie gesagt, du kennst die anderen ja wahrscheinlich. Also wahrscheinlich hast du davon noch nicht großartig viel gesehen und gehört. Von der Reihenfolge her ist Stormblood tatsächlich bei mir das schlechteste. Oder das, was ich am wenigsten mag. Schlecht ist es ja noch nicht mal. Das ist das, was ich am wenigsten mag. Das hat für mich die wenigsten Höhepunkte. Ich sag nur Drachen. Ja, Drachen sind toll. Also Heavensward allein von der Musik. Ich liebe Heavensward. Heavensward und Endwalker sind es bei mir halt. Endwalker halt wegen Gebieten und Musik und Charakteren und Art. Aber das wirst du selber nur herausfinden. Wo muss ich jetzt hin? Lieber weit da. Aber die Drachen sind halt echt. Lieber halt Drachen auch wirklich abgöttisch. Zumindest wenn sie gut gemacht sind und auch die Storys darum. Aber das hat Square ganz gut hingekriegt. Ich hätte auch einfach da. Kein Kommentar. Hier mit dem Char habe ich jetzt auch gerade Bade und Weißmagier schon auf 50 hochgespielt. Da ich auf einer der neuen Welten bin, habe ich halt den Routinebonus, den ich natürlich auch auskosten möchte. Das heißt, ich werde alles erstmal auf 50 bringen und dann immer so peu à peu. Der Einzige, der da jetzt gerade aus dem Rahmen springt, ist mein Fischer. Der hat alles eingeholt, was so halt zu holen geht. Ich darf halt Level 18 nicht erreichen. Mit einem einzigen Char. Also spätestens bei 70 muss ich mit dem eh aufhören. Wollen wir mal gucken. Kriegen wir alles hin. Perfekt, du hörst die Dragon Song permanent.
Steht man es nicht erst zum Schluss, wird es auf Englisch gesungen. Ist das so? Finde ich gar nicht. Aber ich liebe den Song. Ich habe aber tatsächlich nie großartig drauf geachtet. Ich summe halt immer so laut mit, dass ich alles andere gar nicht höre. Es ist wie der Song von Room Reborn. Wie hieß der denn nochmal? Answer? Ich glaube Answer. Ich weiß bis heute nicht, was sie singen, aber ich singe die ganze Zeit. Das ist halt der Hammer, ey. Aber da passt die Quest-Reihe ja auch ganz gut. Das ist ja quasi der Auftakt zu Heavensward hier. Mit einigen Kleinigkeiten. Hilfe! Ich glaube, wir lernen ja auch bald Estinien kennen. Als Dragoon. Na, die Lindwürmer wieder. Hi. Auf meinem privaten Main habe ich Gildenhaus und normales Haus und da läuft tatsächlich auch das Lied von Heavensward die ganze Zeit durch. Ich glaube zwei Lieder von Endwalker, das von Arnsfer in zwei verschiedenen Versionen und irgendein anderes Lied läuft auch noch durch. Kann sogar eins von Stormblood sein, das weiß ich aber gerade gar nicht. Bei mir ist das Team irgendwie aufgetaucht gerade. Ah, okay, da bist du gerade. Okay. Dann weiß ich, wo das ist. Also, Estinien, muss ich sagen, mochte ich erst nicht. Also, in Heavensward mochte ich Estinien noch so gar nicht, gar nicht. Also, manche Sprüche von ihm waren ganz cool, aber ich habe ihn lieben gelernt. Ich habe ihn echt lieben gelernt. Was sind denn bisher deine Lieblingscharaktere? Falls du schon welche hast. Kann auch sein. Bei mir war es ganz, ganz spät, dass ich meine tatsächlich wusste. Was, oder allgemein, was sind eure Lieblingscharaktere? Also nicht nur deine. Ne? Wie habt ihr denn bisher alle so ins Herz geschlossen? Also bei mir. Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich könnte sie noch nicht mal nummerieren. Also Istola ist auf jeden Fall ganz, ganz weit vorne. Ganz, ganz weit. Mein absoluter Hasscharakter ist Mynphelia. Fragt bitte nicht warum. Macht der Heavensward, aber manche Charaktere gehen mir so auf den Nerven. Welche? Welche denn? Falls du sie noch weißt. Aber ja, ich gebe dir recht. Manche Charaktere sind halt echt so. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Horchefort. Ich mag ihn nicht. Das wäre. Wird immer schwer. Das Favoriten wird schwer. Also ähnlich wie bei mir, ja. Also, wie gesagt, Istola ist bei mir halt eindeutig vorne. Ich könnte sie aber nicht platzieren, sage ich jetzt mal so. Also ich könnte jetzt nicht sagen, 1, 2 und 3. Ich bin da auch eher so. Ich mag jemanden sehr gerne. Meistens wären es, glaube ich, alles erste Plätze. Weil ich sie alle halt einfach gleich gern mag. Die, die ich mag. Danke, bei unserem Training fiel plötzlich ein Dunkelalpignier über uns her. Er verhöhnte uns und sagte, um unseren Mut zu entwickeln, müssten wir eine Meute von Feinden überleben. Einen Moment später und ich wäre von ihnen gefressen worden. Mondolin am Anfang ist Dinien und irgendwann diese Adligen. Oh ja, Mondolin, der war so. Oh, war ja einer der Brüder, ne? Ich meine, einer der Brüder. Oh, der war. Also, wen ich tatsächlich mochte, war Emmerich. Bin tatsächlich ein Emmerich-Fan. Aber Emmanjolaine, Horchefort. Gut, Oriangé ist jetzt auch nicht so mein Fall. Estinien wird, oder ist halt über die Zeit, den habe ich über die Zeit gemocht. Alfino mag ich auch überhaupt nicht. Mit Alfino kannst du mich jagen, Alize liebe ich. Das ist doch schon wieder so ein. Hä? Also,
Ich weiß auch gar nicht, irgendeiner von diesen komischen Rittern mochte ich auch nicht. Und Ilbert. Ich hasse Ilbert. Ich hasse Ilbert. Oh, ich hasse ihn. Der Dunkelalb ist danach in Richtung Herbstkürbissee im Nordwald verschwunden. Nur keine Sorge, du musst dich nicht um ihn kümmern. Meine Mitstreiter wollten im Herbstkürbissee Hilfe holen. Wahrscheinlich haben sie den Dunkelalb schon umstellt und er winselt um Gnade. Wahrscheinlich. Ja, ich bin Tanks Spiel. Tanks kann es nicht genug geben. Raubern, vielleicht würde ich auch sagen, Prinzchen, sind so ein paar Charaktere, die ich mag. Hien ist echt, den mag ich auch. Hilfe. Und Raubern ist auch cool. Vor allem, ich mag den Sprecher von Raubern. Weiß zwar immer noch nicht, welcher das ist. Luna hat mir zwar, also eine meiner Mods hat mir zwar eine Liste gegeben mit Synchronsprechern, aber ich weiß bis jetzt immer noch nicht. Ich habe die Liste noch nicht komplett durchgeguckt. Aber Raubern ist echt cool. Melvip mag ich zum Beispiel die Synchronsprecherin nicht. Zumindest am Anfang. Später spricht sie ein bisschen anders. Zumindest betont sie manche Sachen anders. Da geht es dann schon wieder. Aber in Realm Reborn zum Beispiel, ey, furchtbar, wie die Synchronsprecherin gesprochen hat. Obwohl sie einen guten Job gemacht hat. Es passt halt zu dem Volk. Aber irgendwie, das war irgendwas in mir aus, weswegen ich es einfach nur hasse. Elfinur wollte einfach seinen eigenen Separated haben. Oder von Separated überhaupt. Ich weiß nicht. Elfinur war irgendwie immer so, ich muss jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Ich will alles. Verbock es aber. Falle in ein tiefes Loch. Und lass es trotzdem immer die anderen machen. Ich weiß nicht. Elfinur, nee. Nee. Mit dem kannst du mich echt jagen. Wobei immer noch besser als mit Philia. Und Ilbert. Also wenn ich wirklich sagen müsste, dass ich jemanden verabscheue in Final Fantasy, dann ist es Ilbert und Minfilia. Minfilia einfach, weil sie nichts macht. Die ist nutzlos. Die ist einfach nur nutzlos, diese Frau. Die steht da. Und ich glaube, das Schlimmste, was mich irgendwann mal getriggert hat, war der Satz. Ach ja, ich komme hier ja nicht so oft raus. Jetzt gehe ich auch endlich mal auf Abenteuer. Und du denkst dir doch, du hättest die ganze Zeit was machen können. Weißt du, alle anderen sind draußen unterwegs, machen irgendwas, sind hilfreich für die Gruppe. Wenn Philia steht da rum und jammert. Nee. Nee. Und dann kommt Ilbert. Ilbert. Verräter. Oh, ich hasse ihn. Das war so einer, da habe ich mich... Ich habe mich so in diesen Charakter getäuscht. Anfangs, ich glaube, der Chat hat sich richtig amüsiert. Nur anfangs, ach, der ist ja nett. Ach, den mag ich. Den finde ich toll. Ende von Realm Reborn hat alles verändert. Alles. Und wie gesagt, das ist der deutsche Synchronsprecher von Raubern. Er ist Hörbuchsprecher für TKG, für Freunde, Rex Tagebuch. Ah, TKG! Ja, okay. Jetzt weiß ich, woher ich ihn kenne. Dankeschön fürs Nachgucken. Muss ich mir merken. Den Sprecher finde ich nämlich echt richtig, richtig gut. Sprecher von Raubern ist echt cool. Passt voll gut, ja. Definitiv. Das ist mit einer der besten Sprecher. Die halt auch perfekt passt, finde ich. Du kommst spät. Hallo, Volker. Hast du deinen Kameraden geholfen? Das war Zeitverschwendung, sage ich dir. Alle Pikniere Gridanis sind Feiglinge und Verräter. Ja. Auch mich haben sie verraten und aus Gridania verbannt. Es gab eine Zeit, in der ich in Gridania lebte und ein angesehener Pikinier der Gilde war. Doch das Leben war hart und meine Gilde ging schnell zur Neige. So kam es, dass ich mit anderen Pikinieren zusammen einen Einbruch beging. Als wir entdeckt wurden, täuschten meine sogenannten Freunde ihre Unschuld vor und zeigten mit ihren Fingern auf mich. Da wurde mir klar, dass die Pikniergilde eine Bande von Feiglingen ist, die sich vor uns Dunkelalben fürchten. Hätte ich ihnen doch niemals vertraut.
wäre ich doch aus dem Kerker ausgebrochen, um die Wahrheit aus ihnen herauszupressen. Nett. Damals fehlte es mir an dem nötigen Mut. Doch das änderte ich. In den folgenden Jahren stillte ich meinen Mut unermüdlich, um mich eines Tages an den feigen Verrätern zu rächen. Ich lockte hungrige Wölfe mit meinem eigenen Blut an, um dann in ihrem Blut zu warten. Ich reizte die gefährlichsten Monster Eoseas bis zur Weißglut, stets auf der Suche nach würdigen Kämpfen. Nett. Ich kenne es selber. Habe beim Questen wie eine Stimme gehört. Und habe danach gesucht, finde aber die deutsche Stimme nicht. Über die Dekal-Questline reden. Aber da man ja kein Tank spielt, will ich nicht spoilern. Das ist lieb von dir. Ja, die Questreihe kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe mir von vielen, vielen sagen lassen, dass sie echt gut sein soll. Ich will sie auch. Allein deswegen will ich sie auch mal spielen. Mal gucken. Bis 50 spiele ich erstmal alle Realm Reborn-Klassen hoch. Und wenn wir dann in Heavensward sind, kommen dann die anderen Sachen auch erstmal auf 50. Das steigere ich mich dann halt immer. Also ich bin gespannt. Bin echt gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich die Tanks denn wirklich aktiv in der Indie spiele. Oder ob ich einfach immer warte, bis der Inhaltshelfer weitergemacht wird. Ich glaube, ein paar Quests wurden hier schon wieder hinzugefügt. Der Quest vor allem. Ein paar Inhalte. Und ja. Mal gucken. Aber die Community will mit mir den Tank üben, also mal gucken. Bin gespannt. Den Heiler haben wir ja auch hingekriegt. Jetzt spiele ich ja richtig oder sehr, sehr oft den White Mage. Von daher, den Tank kriege ich irgendwann auch noch hin. Irgendwann. Wovon ich mich nur fernhalte, ich werde sie zwar hochspielen, aber nicht aktiv in Indies wahrscheinlich, ist Thaumaturg und Red Mage. Ich werde mit den beiden Klassen nicht warm. Red Mage ist noch cool. Aber ich werde mit den Klassen nicht warm. Das sind nicht so meine. Du hast keine Ahnung, was ich alles erduldet habe, um wahrhaft mutig zu werden. Ich bin kein Feigling. Ich fürchte mich vor nichts und niemanden. Ich bin der einzig wahre Pikenier. Ich habe jetzt schon etwas Übung als Raid-Tank und hier aufgrund von WoW. Ja gut, in WoW habe ich... Also wir hatten jetzt... vor 2 Wochen, das ist 2 Wochen gewesen sein, ein 24-Stunden-Stream. Den hatte einer aus der Community eingelöst und wir haben dann halt zu dritt WoW gespielt. Wir hatten halt einen Tank, einen Heiler und ich war halt Jäger, also Idee. Und hatten dann halt die Scherbenwelt gespielt. Also waren in Burning Crusade unterwegs, sozusagen. Es war ganz cool. Im Laufe des Monats werde ich das irgendwann auch nochmal spielen. Weil ich habe jetzt, glaube ich, noch bis zum 29. mein Abo. Verlängern werde ich dann erstmal nicht, wahrscheinlich. Weil kein Money. Und ja, dann einfach mal gucken. WoW spiele ich halt ungern im Stream. Einfach wegen manchen Leuten. Gut, also wir hatten beim 24er Gott sei Dank keine davon bei uns drin. Aber Classic oder Retail. Im Stream hatten wir Retail gespielt, ich spiele aber beides tatsächlich. Ich spiele beides gerne. Ich spiele halt WoW hauptsächlich wegen der Story. Ja, man könnte sie sich auch durchlesen. Aber ich bin jemand, ich möchte lieber die Sachen beim Spielen erkunden. Statt die vorgekaut zu bekommen und dann wahrscheinlich nur die Hälfte zu verstehen. Also ich spiele lieber und lese mir dann, wenn ich Fragen habe oder ne, so entweder etwas durch oder frage die Leute, die sich mit auskennen. Aber wie gesagt, beim 24er hatten wir Retail gespielt. Hat auch mega Bock gemacht, halt auch zu dritt. Die beiden haben halt auch bis auf einmal kurz zwischendurch eigentlich komplett mitgemacht. Also... Das war schon echt geil. Hella war mir am Anfang auch suspekt. Mein Daily Buddy hat mir jetzt irgendwie gut erklärt und dann konnte ich das auf einmal.
Also, Heiler ist eigentlich echt, echt easy, wenn man weiß, wie es geht. Anfangs war ich halt auch. Ja. Ne? Sie sind gestorben wie die Fliegen. Dann habe ich mich eine Weile nicht mehr rangetraut. Dann hatte ich es mit Hybrid, Kitty und Luna ja versucht und dann. Es kam von selbst dann irgendwann. Ich fange gar nicht erst an mit Yuri's Story. Ich habe mir viel zu viel angehört und durchgelesen. Also ich habe mittlerweile Krieg der Ahnen habe ich, glaube ich, alle drei Bücher, aber noch nicht komplett durchgelesen. Ich glaube, dann habe ich noch so ein großes Buch von der Entstehung. Da weiß ich gerade gar nicht, wie das heißt. Und zuletzt habe ich mir das Buch von Sylvanas geholt, was jetzt hier rauskam, aber auch noch nicht gelesen. Das würde ich dann mal machen, wenn privat einiges wieder ruhiger ist. Weil wir jetzt so langsam anfangen umzuziehen. Und ja. Für WoW, also WoW ist so eine Sache, da brauche ich Ruhe für. Das kann ich nicht machen, wenn ich wenig Zeit habe. Deswegen. Ich lese keine Bücher, aber ich kann eigentlich alles. Ja gut, steht ja auch großteils alles, glaube ich, im Internet, wenn man sich. Wenn man sucht, findet man bestimmt was. Oder ich glaube, auf YouTube gibt es auch viele Story-Dingens, Erklärvideos, Guides und was weiß ich. Da hatte ich, glaube ich, irgendwo mal was entdeckt. Das war mir aber dann. Ja, nee. Da dachte ich, nee. Ich will die Bücher selber lesen, statt mir da so eine kleine Inhaltsangabe geben zu lassen. Mein Mut ist. Der Mut ist futsch. Was macht der da? Verdammt! Was tut der da? Bleib mir vom Hals! Allein, dass alle Elfen von den Trollen abstammen. Ja, stimmt, das hatte. Hatten wir, glaube ich, auch das Thema. Im Stream. Wie gesagt, ich bin in der Story noch nicht ganz drin, aber das mache ich dann alles mal in Ruhe. Ein paar Bücher habe ich, auf die ich auch sehr stolz bin. Und ja. Ab und zu spiele ich es dann nochmal. Wie gesagt, bis zum 29. habe ich noch ein Abo. Das hatte ich dann ja extra für den Stream gemacht. Und ja. Das werde ich dann bei Zeiten auch mal mit dem Stream spielen. Würde sich mein einer Stream-Kompagnon drüber freuen. Der hat nämlich auch extra für den Stream-Abo gemacht. Und ja, ist aber schon deutlich weiter als ich. Logischerweise. Ich bin, glaube ich, noch irgendwo in den Wäldern von Terracore oder wie die heißen. Irgendwo bei Shadrath bin ich gerade noch am Rumgeistern. Von Illidan geholt. Hab's aber nie gelesen, da ich seine Story schon kenne. Ja, gut. Illidan. Ja, stimmt, in Krieg der Ahnen kam er ja auf jeden Fall dran vor. Finde ich ihn ein sehr interessanter Charakter. Aber ich versuche halt so wenig wie möglich mir vorwegzunehmen, damit ich das alles in Ruhe lesen kann. Das werde ich mir dann wahrscheinlich für nächstes Jahr einfach mal vornehmen. Aber bis ja, dann habe ich meine Bücher dazu auch durch und dann passt das. Ich lese da tatsächlich so privat recht viel, wenn ich die Zeit habe. Ich lese ja sogar, wenn wir im Auto unterwegs sind. Als Beifahrer kann man das ja mal machen. Die siebte Katastrophe hat in Curtas schwer gewütet. Seither ist die Nahrung knapp geworden und die Monster sind noch wilder als zuvor. Nun ist es soweit, dass wir die Auswirkungen sogar hier zu spüren bekommen. Auf der Suche nach Beute sind wilde Schakale aus Curtas in unsere Gegend gewandert und bedrohen ihre Tiere und Wanderer. Bitte lock sie mit einem Stück faulen Dodo-Fleisches an und erlege sie dann. Die Wege müssen wieder sicher werden. Ich dachte als Fahrer. Kannst du auch machen! Aber ich glaube, als Fahrer würde ich eher zu einem Hörbuch tendieren. Aber es gibt bestimmt Leute, die das machen. Wer am Handy sitzt, kann bestimmt auch währenddessen lesen. Das wäre jetzt nichts Neues.
Also was ich da manchmal so alles sehe, wo sie dann irgendwie ihr Handy direkt so. Oder sich halb noch am Frisieren sind. Und Tesla regelt. Ja gut. Hey, muss man sich erstmal leisten können wahrscheinlich. Wobei es gibt bestimmt schon selbstfahrende Autos, ne? Die dann halt so komplett alles machen. Wo du vielleicht nur noch lenken musst. Gibt ja diese ganzen Fahrassistenten. Ich selber habe übrigens keinen Führerschein. Also ich bin stolze Beifahrer. Nicht meinen Führerschein, das gibt ja. Ja, gibt es eigentlich schon. Okay. Ah, du hast auch keinen Führerschein. Ja, ich auch nicht. Bisher war es nicht nötig. Bald wird es nötig. Bald muss ich leider auch einen bauen. Nee, will gar nicht. Aber ich komme leider nicht drum herum. Lass mich von meinem Mann fahren. Ja, Tito. Wobei, ich bin halt auch selten unterwegs. Aber wenn, haben wir Gott sei Dank meistens die gleiche Strecke. Setzt er mich ab, bin ein paar Stunden unterwegs, dann holt er mich wieder ab. Oder im schlimmsten Fall, wenn er wie jetzt halt nicht da ist, Öffis. Was durch Hund aber ein bisschen weniger geworden ist. Unser Hund fährt keine Öffis, beziehungsweise mag es nicht, dreht dabei ab. Also, gut, wo will ich hin? Warte, wir haben hier mittlerweile viel zu teuer. Ja gut, das stimmt auch wieder. Allein bei den Spritpreisen. Gut, bei uns hier oben geht es tatsächlich noch, aber wenn ich höre, was da im Kreis Dortmund und sowas mit 2,39 Euro oder was es war? 2,39, 2,59, irgendwas in den Dreh. Kann man hier oben mit 2,10 oder sowas ganz zufrieden sein. Das ist echt Luxus geworden. Aber auf dem Dorf mit nur einem Penny vor Ort müssen wir auch mal Auto fahren. Ja. Also wir ziehen ja bald um und in unserem Dorf ist dann halt gar nichts. Also nichts. Nada, niente. Es geht halt nur Bus in die Nebendörfer. Und für später mit Kindern, ja, ich komme leider nicht drum herum. Ich muss leider in den nächsten Jahren mal mit anfangen. Oh, und ich will halt eigentlich gar nicht. Allein, wenn ich, wie gesagt, bedenke, wie teuer das alles ist. Hier dreht sich bei mir jetzt schon der Magen um. Was führt die nach Ellenbrunn, Abenteurerin? Unsere Aufgabe hier am Wachturm ist es, Unbefugte am Eindringen in den Finsterwald zu hindern. Auch solche, die es über den Luftweg versuchen, wie etwa die gefährlichen Ixal mit ihrem Heißluftballon. Es gilt, auf so vieles zu achten, dass wir kaum dazu kommen, die Monster in nächster Nähe in Schach zu halten. Insbesondere die sprunghaft angestiegenen Glitcher-Populationen bereitet uns in letzter Zeit Kopfzerbrechen. Die Biester verursachen nämlich immensen Schaden an der ohnehin schon mitgenommenen Vegetation hier im Hochland. Hättest du vielleicht die Güte, uns ein wenig zu unterstützen? Den Geruch dieses abgestandenen Biers finden die Glitscher sehr anziehend. Wenn du es auf die verletzten Bäume rund um den Wachturm gießt, solltest du die Übeltäter hervorlocken und dann ausschalten können. Vom persönlichen Genuss des Biers kann ich dir übrigens nur abraten. Es sei denn, du möchtest eingehende Bekanntschaft mit dem Abort unseres Wachturms machen. Gar nichts ist mehr als bescheiden. Yep. Yep. In der Tat. Wie gesagt, mit Bus geht's. Aber ich sag jetzt mal so, sind keine Ferien, wäre es da vor Ort ein bisschen schlecht. Muss tatsächlich erst den Kack-Fate machen jetzt. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, den Fate jetzt zu machen. Dann mache ich das später. Ich habe keinen Bock auf Fate. Wie gesagt, allein wenn später dann die Kinder kommen. Dann haben wir auch noch Tiere, die jetzt so langsam in ein Alter kommen, wo man sich schon, ne, Gedanken machen muss, was passiert, wenn
der Mann nicht da ist mit dem Führerschein. Ja. Mit zwei Tiere sind schon deutlich älter. Das könnte leider jederzeit kommen. Was ich nicht hoffen will. Ich hoffe, ich habe unsere zwei Süßen noch mindestens 5 bis 10 Jahre. Wäre natürlich schön. Und der... Doch, nee, die Katze von meiner Schwiegermama in Spee, die ist tatsächlich 21 geworden. Ich wünschte, das würde bei unseren Katzen auch gehen. Ich hoffe, sie erreichen das Alter. Ohne Probleme. Ohne irgendwelche Sorgen. Ah, da bist du ja wieder. Vielen Dank für den Botengang. Der Diener kam gerade in voller Montur auf mich losgestürmt, schwang seine Faust und reckte sie siegesicher in den Himmel. Dann warf er sich auf die Knie, dankte mir mit schluchzender Stimme und verschwand lächelnd in seiner Suite. Sieht ganz so aus, als hätte ich einen wertvollen Verbündeten gewonnen. Natürlich hast du auch noch eine neue Quest für mich. Hier liegt er auch nicht. Also, ich bin mir sicher, dass dieser Trunkenbold... Huch, verzeiht mir die Unaufmerksamkeit, werte Besucherin. Wie kann ich euch dienen? Schlüssel. Na nun, ihr habt bereits ein Zimmer gemietet? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Nein, wartet. Das ist ja der Schlüssel dieses Nichtsnutzes. Wo habt ihr den denn gefunden? Auf einem Ast an einem Felsvorsprung? Eines Tages bringt der abendliche Umtrunk diesen Narren noch ins Grab. Das könnt ihr mir glauben. Doch sagt. Euch ist dort draußen nicht zufällig ein maskierter Mann begegnet? Die Bergleute reden in letzter Zeit von nichts anderem mehr. Richtig unheimlich. Ihr solltet euch vorsehen, wenn ihr einen Fuß vor die Tore der Stadt setzt. Nun, ich bin ja jedenfalls froh, dass eine gütige Seele wie ihr den Schlüssel gefunden hat. Und nicht dieser unheimliche Mann. Wer weiß, was der am Ende noch damit angestellt hätte. Eure Mühen seien euch gedankt, Abenteurerin. Das 28er. Bock, wenn dieser Fade da hinten wesentlich mal abhauen würde. Wenn er denn noch gehen würde. Okay. Ich ahne es, dass wir es heute wieder nicht schaffen mit der Dingensquest. Ich habe es auch meinem Diener berichtet, weißt du. Es gibt doch einen Grund und eigentlich ist das der Hauptgrund, warum ich nicht heimkehren kann. Selbst wenn ich es wollte. Obwohl ich doch will. Ich bin nämlich bestohlen worden. Quirkenbanditen haben mir wertvolle Ware stibitzt, die ich hier in Herbstgewissi erstanden habe. Wenn ich die hätte, könnte ich natürlich umgehend nach Ulda zurückkehren. Aber so bin ich zum Warten verdammt. Ja, es ist wirklich ein Jammer. Ja, nee, ist klar. Lalas. Habt ihr schon die wunderschönen Gemälde hier in unserem Haus bewundert? Viele Gäste kommen nur ihretwegen von weit her nach Herbstgewissee. Deshalb schmerzt es mich umso mehr, dass ich in letzter Zeit überhaupt nicht dazu komme, sie ordentlich zu reinigen. Erst gestern hielt ein Gast die dicke Staubschicht auf einem der Bilder für eine neue Pinseltechnik zur täuschend echten Nachahmung von Sandstürmen. Wie peinlich. Doch mir fehlt während der Hauptsaison schlicht und einfach die Zeit. Selbst Hand anzulegen. Könntet ihr mir mit diesem Staubwedel vielleicht zur Seite stehen? Naja, wenn du selbst Hand anlegst, dann... Dann kann das nichts werden. Das war eine etwas, seltsame Umschreibung dafür. Ich hätte da so ein bisschen anders drücken können. Ja. Machen wir das Ganze hier mal sauber. Wahrscheinlich für einen Hungerlohn. Hört ihr dieses Raunen? Das Raunen der Bewunderung im Angesicht eines wahren Meisterwerkes? Es ist Musik in meinen Ohren. Hab Dank, dass ihr die Gemälde gereinigt habt. Übrigens ist von keinem der Bilder der Künstler bekannt. Ein Jammer, denn der oder diejenige hätte unter aller Hochachtung mehr als verdient. Mir persönlich gefällt hier das Gemälde im ersten Stock am besten. Wenn ich den einzelnen Mann betrachte, der seinen Blick traurig in die Ferne schweifen lässt, frage ich mich immer, was ihn wohl bewegt. Darüber kann ich stundenlang sinnieren. Das ist doch kein Wunder, dass man nicht zum
nicht zum Absturm kommt, nicht wahr? Ah ja, man beobachtet einen Mann auf einem Gemächt. Okay. Asuna, ja, Internet geht wieder. Seit gestern Abend um 23 Uhr. Ich hab Meister gehört, ich bin da, das Timing. Oh. Ja, es war nicht schön. Ich konnte noch nicht mal Serien ordentlich gucken, ohne dass es alle 5 Minuten gestockt hat. Also, ja, aber es geht wieder. Es geht wieder. Ich hoffe, der nächste Ausfall ist es wieder lange hin. Ich hatte erst wieder Angst, dass es wieder eine dieser wunderbaren Arbeiten ist, wo so eine Woche lang das Internet drosseln. Ich habe jetzt 2 Spiele in 2 Tagen durchgespielt. Was? Welche Spiele? Wie geht das? Wenn das Internet nicht funktioniert, ja, das ist richtig ätzend. Vor allem, ich brauch's halt jetzt zum Arbeiten, ne? Ohne Internet, ist das ein bisschen schwierig, leider. Lässt sich sehr, sehr schwierig arbeiten. Secret of Mana endlich beendet und noch The Inner World. Beide Spiele, die ich gerne spielen würde. Secret of Mana habe ich, meine ich, noch irgendwo hier im Regal stehen. Ja, da steht's. Neben meiner Hobbit-Figur. The Inner World müsste ich, glaube ich... Will ich das auf Steam? Oder wollte ich das so immer haben? Ah doch, habe ich. Ich hab's. Man muss doch die Souls 3 spielen. Dark Souls 3 habe ich, glaube ich. Und Bloodborne habe ich. Aber ich glaube, also Dark Souls hatte ich geschenkt gekriegt. Und Bloodborne war in PSN mal drin. Zum Runterladen. Das sind beides, glaube ich, nicht so meine Spiele. Dafür braucht man eine sehr große Menge, die man an Fuster tragen kann, glaube ich. Dark Souls. Das Parodie wird enden, sozusagen. Weiß ich nicht. Vielleicht. Boah, das Internet im Homeoffice auch, ja. Ja, ich arbeite halt von zu Hause. Und das wäre halt schon sehr, sehr mies. Selbst über Handy würde das halt nicht gehen. Über Handy könnte ich das Wenigste vom Wenigsten machen. Zum kleinen bisschen. Und das Problem ist, bei uns ist irgendwie so ein Loch. Mit dem also haben wir kein Internet, muss ich mit dem Handy erstmal wie früher so rumgehen. Okay, wo hab ich empfangen? Also, na, nee, lieber nicht. Dafür brauche ich tatsächlich das Internet. So zum Zocken hätte ich kein Problem, wenn es mal ausfallen würde. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich kein Problem mit. Ich habe noch genug DVDs und genug Spiele, die ich offline spielen kann. Wäre gar kein Problem, aber zum Arbeiten ist es halt echt mies. Wo sie wohl bleibt? Ihr habt dich zufällig eine Reisende außerhalb von Herbstkürbissee gesehen, werte Abenteurerin. Ehrlich gesagt bin ich ein wenig besorgt. Es ereignen sich dieser Tage merkwürdige Dinge im Nordwald. Ich vermute, ihr habt bereits von den zahlreichen Todesfällen mit ausschließlich weiblichen Opfern gehört, nicht wahr? Ich will den Eufel nicht an die Wand malen, aber wenn ihr draußen einmal nach dem Rechten sehen könntet, würde das mein Gewissen ungemein beruhigen. Ich wüsste, aber man könnte tagsüber so modden. Hätte ich jetzt nämlich gedacht, vielleicht gibt es ja tatsächlich schon so eine Mod. Nein, weiß man's? Das überlasse ich lieber meinem Mann. Ja, also ich habe Bloodborne ja mal versucht. Ich habe auch Nioh. Ist ja auch, glaube ich, auch so ähnlich. Mal versucht. Meine Frustgrenze ist nicht besonders ausgeprägt. Mir sind meine Controller zu lieb dafür, sage ich mal so. Also,
Nee, ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Es gibt Dark Souls, aber das ist mir so ein Jump'n'Run. Aus Fallen entstehen Ausfälle. Alles an Wänden gemalt wird. Teufel, Eufel, Eumel. Gibt's denn Eufel nicht tatsächlich? Also, gibt's nicht tatsächlich irgendeinen Mythos über den Eufel? Ich weiß es nicht. Das Thema hatten wir nämlich irgendwann mal. Über den Eufel. Da hatten wir auch jemanden, der ganz, ganz schlau war. Was er in der Geschichte vom Eufel erzählt hat. Ich kenn zwar nur den Teufel, aber naja. Alter Fade, verschwinde doch da mal. Egal, gehe ich in die Richtung. Ich finde nichts so Eufel, okay. Dann war es wahrscheinlich einfach frei erfunden. Oder aus einem anderen Videospiel. Aber danke fürs Nachgucken, Masuna. Ah, der Eufel. Vielleicht haben sie auch einfach nur das Tee vergessen. Kann auch sein. Person muss ich mal kennenlernen. Ich glaube, das wirst du nicht mehr. Ich habe so seit einem halben Jahr. Lass es ein halbes Jahr sein. Nicht mehr im Stream gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt die Person irgendwann nochmal wieder. Aber ich wage es zu bezweifeln. Was aber nicht schlimm ist, aber. Naja. Herr Scherz, weißt du was? Das sagst du jetzt echt vornehmen. Mit dem können wir mit Freunden spielen. Also, ich sag mal so, ich guck's mir unglaublich gern an. Hab ja einen Streamer, wo ich immer hinrate, der ganz, ganz viel Dark Souls spielt. Und ich gucke es mir, wie gesagt, unglaublich gerne an. Vielleicht würde ich es sogar privat spielen, aber ich glaube, im Stream tatsächlich gar nicht. Weil mir hat es damals schon gereicht, Crash Bandicoot im Stream zu spielen, den ersten. Und das war Frust für mich vom Feinsten. Ich kam mit diesem Spiel nicht klar. Weil diese Steuerung der letzte Bockmist war. Und da habe ich gemerkt, okay, mit so extremen Frustmomenten komme ich nicht klar. Zumindest nicht auf Dauer einen ganzen Stream lang. Obwohl ich die Spiele echt toll finde. Wie gesagt, ich habe den dritten hier stehen. Ich wollte ihn damals unbedingt haben, deswegen habe ich ihn geschenkt bekommen, aber mal gucken. Kann auch sein, dass ich in 2-3 Jahren meine Meinung ändere und dass wir das komplett durchsuchten. Wäre auch möglich. Also wie gesagt, angucken tue ich es mir immer gerne. Ich bewundere dann auch immer die Leute, wie sie Fang zum Beispiel, der hat doch auch diese ganzen, falls jemand Fang Heuer kennt, der spielt doch auch immer diese ganzen Souls-Spiele. Finde ich bewundernswert. Ich habe den größten Respekt vor den Leuten, die diese Spiele spielen können. Also, ich glaube, meine Geduld würde nicht so weit reichen. Ich glaube wirklich nicht. Oh. Ich. Danke für deine Hilfe. Ich war so gefangen von der tollen Aussicht, dass ich das Monster gar nicht bemerkt habe. Na so, na viel Spaß im Lurk. Und mein Schokobo hätte ganz sicher keinen Alarm geschlagen. Er war von der langen Reise so erschöpft, dass er auf der Stelle eingeschlafen ist, als ich seinem Sattel entstieg. Nun, du siehst ja, wie friedlich er schlummert. Hoffentlich vermietet man mein Zimmer im schwimmenden Korken nicht an jemand anderen, weil ich so spät dran bin. Könntest du in der Herberge Bescheid geben, dass ich anreisen werde, sobald mein Schokobo aufgewacht ist? Das wäre sehr nett. Und keine Sorge, nochmal lasse ich mich nicht von einem Monster überraschen. Letztens nach mir wieder Dark Souls 3 gespielt. Vor den ersten Boss gefürstrahlt. Ja, gut. Wie gesagt. Die das spielen können, ihr habt meinen höchsten Respekt. Jetzt, wenn ich mich mit beschäftigen würde, ich weiß. Ich würde aber auch dahingehend keine Versprechung machen, dass ich das mal im Stream spiele und dann spiele ich es nicht.
Also privat habe ich es hier stehen, mal gucken. Aber wenn ich privat wahrscheinlich den Controller von halb in die Ecke pfeffer. Mal gucken. Kann sich ja immer noch alles ändern. Elden Ring fand ich zum Beispiel auch mega interessant. Habe ich mir auch bei mehreren Streamern angeguckt. Also nicht komplett, aber teilweise. Wie gesagt, Neo finde ich halt auch mega cool. Ich würde aber echt nicht sagen, dass ich gut in dem Spiel bin. Aber Wissen ist Macht. Ich glaube, zu wissen, wie man an den Boss rangeht, ist schon einiges wert. Das ist schon einiges wert. Behaupte ich jetzt einfach mal. Zumindest mehr, als wenn man gar nichts weiß. Bei mir ist es halt eher so die RPG Open World Szene. Jump'n'Run ist begrenzt. Bei den Jump'n'Runs kriege ich noch hin. Ich glaube, Mario, ich habe an der SNES eine Zeit gespielt. Ich glaube, wäre ich in der Zeit groß geworden. Ich glaube, Jump'n'Runs wären echt mein Ding. Aber wenn ich bedenke, wie lange ich immer für Mario brauche, bis ich da überhaupt von weiterkomme, ohne dass ich den Controller komplett zerstöre. Also ich habe noch nie einen Controller kaputt gemacht, aber der Drang ist schon da. Ich habe Angst, diesen Drang irgendwann mal nachzugeben. Dazu sind mir meine Controller zu lieb. Wir haben das nicht verdient.